Hallo und willkommen zu einem ganz besonderen Video hier bei kreuzfahrturlauber.de. Hinter mir liegt die MS Europa hier im Hafen von Antwerpen und ich sag nur so viel, 5 Sterne plus, 13 Spitzenköche mit insgesamt 21 Sterne. Wem das jetzt zu viele Zahlen waren, es wird jetzt alles nochmal in Bildern und Videos folgen. Ich freue mich, euch mit an Bord zu nehmen. Es gibt jetzt erst einen kleinen Schiffsrundgang und dann noch das große Event am Abend. Also viel Spaß! Bevor es dann gleich losgeht, erstmal eine kleine Stärkung hier im Belvedere, direkt am Bug des Schiffes. Hier gibt es jetzt eine kleine Nussecke und einen Aprikosenkuchen. Das hier ist die Europa Lounge, das ist das Theater hier an Bord, so ein bisschen in privater Atmosphäre, sehr persönlich und durchaus sehr interessant. Hier bin ich jetzt im Europa Restaurant, dem Hauptrestaurant quasi hier an Bord. Das ist übrigens der Kapitänstisch, aber vielleicht gibt es dann doch noch einen besseren Tisch und zwar ganz hier hinten. Mit Blick aufs Meer bzw. auf die Manövrierstation hier. Ich denke mal sicherlich beim An- und Ablegen interessant zu beobachten, wenn hier die Leinen festgemacht werden. Das ist schon ein toller Platz. Das war jetzt der offizielle Teil mit der Schiffsführung. Für mich geht es jetzt weiter mit der eigentlichen Veranstaltung hier. Europas Beste auf der MS Europa und es geht auch direkt los. Ich gehe einmal aufs Pooldeck. Schön, dass Sie alle da sind hier in Antwerpen. So, welcome to Europe's Best for the 14th time. Zum 14. Mal Europas Beste. And half of the time we spent here in Antwerp. So, 7th time in Antwerp, Europas Beste. So, welcome everybody. Wir haben insgesamt auf dieser Bühne heute 21 gastronomische Sterne. Sie können dann gerne nachzählen. Wir haben kulinarische Könner aus allen Bereichen. Wir haben Top-Winzer, wir haben Kaviar-Experten, wir haben Sterneköche. Jetzt erstmal ganz herzliches Willkommen, grüß Gott, bonsoir, bonjour, bienvenue, hier auf der schönsten Yacht der Welt, der Europa. Uwe Bahn hat gerade das Gourmet-Festival eröffnet und er hat mir heute noch am Flughafen gesagt, Fabian, probier es wirklich alles aus, das ist das beste Gourmet-Festival, was es gibt. Ich bin gespannt und wir schwimmen uns jetzt einmal durch die Station. Jetzt los mit Schwarzfederhuhn getrüffelt, mit Brokkoli, Pfifferling und cremigen Geflügelfond von Karl-Heinz Hauser aus Hamburg. Da bin ich einmal gespannt, wie das jetzt schmeckt. Was haben Sie hier Tolles und was ist das Besondere daran? Ich mache hier heute eine Zander-Ceviche mit Fenchel, frischem Kurkuma und Zitrone. Das Besondere daran ist, dass es extrem lecker ist. Jetzt gibt es Thunfisch mit Koriander und Gurke. Da bin ich ja auch mal sehr gespannt. Was macht Ihr Persenfrikassee so besonders? Ja, das ist natürlich auch die Zubereitung, moderner, leichter, zeitgemäß. Und dann natürlich die Aromen mit Tandoori, Espuma und Knusperhaut. Also, okay. Und dann Wachtelei, schöner Aufwand, aber es kommt gut an. Dann probiere ich das mal. Vielen Dank. Herr Müller hat ja ein eigenes Restaurant hier auf der MS Europa und mir im Video gerade erklärt, was das Besondere an seinem Gericht ist. Das werde ich jetzt direkt mal probieren. Herr Jauch, was ist das Besondere an Ihrem Wein? Also es ist 100% Riesling. Er kommt von der Saar. Das sind die Weine sehr mineralisch, sehr schlank, sehr präzise. Und der Riesling hat diese wunderbare Bandbreite. Den können Sie also von staubtrocken bis zu absolut edelsüß, können Sie wunderbare Abstufungen vornehmen. Also keine Traube, keine Weißweintraube ist so wandelbar wie die Rieslingtraube. Okay, super, vielen Dank. Gerne. Thank you.
habe ich hier Spaghetti aus dem Parmesanleib mit australischem Wintertrüffel. Das klingt ja auch sehr spannend. Es soll keine Werbung sein, ich bekomme da ja auch nichts früher, aber ich habe hier eben Günther Jauch interviewt, was das Besondere an seinem Wein ist. Und jetzt habe ich gerade mal einen Schluck probiert, vom Geschmack her äußerst gut. Ich blende mal eine Etikette ein von dem Wein, also wenn ihr es mal probieren möchtet, schmeckt wirklich gut. Alles so lecker, schmeckt unglaublich gut. Die 13 Köche geben hier wirklich ihr Bestes. Aber man muss natürlich aufpassen, dass man nicht zu viel isst. Deshalb bin ich tatsächlich auch schon beim Dessert angekommen. Ich habe hier einmal Buttermilch Rhabarber und Waldbeereneis mit frischen Früchten drauf. Ich bin gespannt, wie das jetzt noch schmeckt, so als Abschluss. Jetzt könnte man ja sagen, Fabian, wie kannst du nur bei Europas beste Eis als Nachspeise essen, wo es so viele tolle Dinge gibt? Aber dieses Waldfruchteis ist so besonders. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so leckeres Eis gegessen, das so fruchtig und frisch schmeckt. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Ich wurde schon von Damen bedrängt. Mir wurden dann die entsprechenden Losnummern gezeigt. Die hätte ich jetzt zu ziehen. Das waren die Zimmernummern, Günther. Aha. Tatsächlich die Zimmernummer mit drauf. Das Gourmet-Festival ist jetzt insofern beendet, dass die ganzen Gourmet-Stationen geschlossen sind. Die Utensilien werden gerade wieder von Bord gebracht, aber jetzt steigt auf dem Pooldeck noch eine Riesenparty. Die Stimmung ist richtig gut und da schauen wir jetzt nochmal vorbei. Meine Damen und Herren, sieht ja großartig aus. Ist ja wunderbar, wie schnell das geht. Schön! Es ist jetzt kurz nach Mitternacht und das heißt, das Gourmet-Festival Europas Beste hier an Bord der MS Europa in Antwerpen neigt sich dem Ende zu. Es war ein ganz tolles Event mit Spitzenköchen, ganz leckerem Essen und einer tollen Poolparty, die im Hintergrund auch noch läuft. Ich möchte mich bedanken bei euch fürs Zuschauen und auch bei Hapag-Lloyd-Kreuzfahrten hier für die Einladung. Es war wirklich ganz toll und hat sehr viel Spaß gemacht. Schaut euch gerne meine anderen Videos an, unter anderem den Rundgang hier auf der MS Europa und abonniert den Kanal. Bis bald, euer Kreuzfahrturlauber Fabian. Let's do it, let's do it, do it, do it.